Gib mir ein Intro. Freunde des Cosplays und des Animes. In diesem Video werdet ihr ein paar Tipps sehen, die wir an euch haben. Ich klang gerade wie ein Stumpf eingesprochen, also wie ein Stumpf auswendig gelernter Text. Genau. Dieses Video ist für alle Cosplayer, die schon cosplayen oder die gerade damit anfangen wollen. Wir haben für Anfänger vielleicht ein wenig was für euch zusammengestellt und denken, hoffen wir, das Wichtigste rausgesucht. Lasst das bitte Elias. Hier einfügen. Achso, so. Ja. Warte, dann machen wir so. Okay. Vorbereitung. Also, bevor man anfängt mit Cosplayen oder sich ein Kostüm zu kaufen, sollte man natürlich sich erstmal im Klaren sein, welches es sein soll. Das wäre praktisch. Dann müsste man sich überlegen, ob man das auch öfters tragen würde oder ob man es nur einmal auf einer Convention trägt und dann gleich wieder verkauft. Ja, dies hatten wir auch schon. Wir haben uns ein Cosplay gekauft, haben das einmal zum Shooting und einmal auf einer Convention getragen. Und dann haben wir irgendwie das Interesse von den Charakteren verloren und dann das nie wieder getragen. Und jetzt denken wir uns so, boah geil, das hat 100 Euro damals gekostet. Ja, und das, ist dann rausgeschmissenes Geld. Genau. Dann müsste man sich natürlich irgendwie überlegen, ob der Charakter zu einem passt oder ob man den auch gut umsetzen kann. Ich würde zum Beispiel niemals Sebastian cosplayen. Ja, es gibt einfach so Charakter, wo man echt nachdenkt, so, ja klar, man kann den Charakter mögen, aber man muss auch drüber nachdenken, kann ich den wirklich machen? Bestellen! Beim Bestellen haben auch schon ziemlich viele nachgefragt. Also wir bestellen hauptsächlich bei eBay, aber da kann man sich auch nicht immer sicher sein, weil da sind ja unterschiedliche Händler und so. Und ja, man muss einfach gucken, auf gut Glück bestellen, ohne dass es beim Zoll landet. Nein, aber eigentlich hatten wir bis jetzt selten Pech gehabt mit eBay. Also bei eBay findest du eigentlich alles, kommt aber meistens auch aus dem Ausland. Das heißt, man hat ein gewisses Risiko dabei, also immer überlegen, wo man bestellt. Dann könnt ihr natürlich auch, hört man oft, bei AliExpress bestellen. Wir haben auch schon bei AliExpress bestellt, ist jetzt, ja, ist okay. Also ich würde jetzt auch nicht meine Hand fürs Feuer legen, weil wir haben bis jetzt nur 3-4 Mal bestellt da. Aber es jetzt halt einen guten, bleibenden Eindruck hinterlassen. Das heißt aber, es kann trotzdem auch immer was schief gehen bei jeder Seite, muss man auch mal bedenken. So, und dann habe ich jetzt noch von mir ein, das habe ich jetzt die letzten Male, wenn ich überhaupt, also wirklich, wenn ich gar nichts gefunden habe für irgendeinen Charakter, habe ich dann noch so einen Trick, der aber auch ein bisschen risikoreich ist, weil man nicht weiß, welche Seite und also welche Bestellseite man dann findet. Da habe ich einfach dann den Namen von dem Charakter, also von dem Cosplay, was ich haben will, bei Google eingegeben. Und habe dann von den Bildern her, also bin auf Google Bilder gegangen, habe dann bei den Bildern runtergescrollt, habe dann halt kein Cosplayer gesucht, sondern gibt es ja auch, wenn du dieses Outfit eingibst bei Google, dann hast man ja auch diese Bilder, wo man, wo das eine Puppe trägt und so. Und diese Bilder stammen meistens von Seiten, auf denen das verkauft wird. Das heißt, ihr klickt dann auf das Bild drauf, geht dann auf Website anzeigen. Steht dann, glaube ich, da und dann seht ihr dann die Infos, wie teuer das ist, wo das herkommt und bla. Aber das, da müsst ihr halt auch mal gucken. Also das ist halt so von mir, wenn ich gar nichts finde. Aber es ist halt wirklich risikoreich, weil man kennt diese Seite nicht, kommt man dann nicht beim Zoll an und muss man nicht irgendwelche Extrakosten tragen oder kriegt man nicht einfach komplett scheiß Cosplay und das sieht ganz anders aus auf dem Bild. Und diese Seiten, die man da findet, sind meistens Englisch. Also eben müsst ihr auch gucken, ihr müsst dann mit Pfund oder manchmal, ich glaube sogar Dollar, haben wir auch schon zahlen. Also müsst ihr dann am besten noch eine Umrechnungsmaschine auf dem Handy. Ja, und dann müsste man halt auch noch gucken, ob die überhaupt nach Deutschland liefern. Das heißt, es gibt nämlich auch Seiten, die liefern gar nicht erst nach Deutschland, aber es gibt auch genug, die das dann anbieten. Also immer ein bisschen vorsichtig bei unbekannten Seiten, aber haben wir auch schon gemacht, aber wir hatten immer Glück. Naja, wir hatten auch schon mal, dass es beim Zoll gelandet sind und wir hohe Zollkosten zahlen mussten, was halt ein bisschen blöd war. Und dann kamen die Kostüme an und sagen, scheiße, Rückkehr.
Oder wie Cosplayer gerne nennen, Wigs. Was in jeder Notsituation hilft, fragen wir das Internet, fragen wir YouTube. Es gibt überall Tutorials oder irgendwelche Seiten, wie erklärt wird, wie man was macht. Wenn man nicht weiter weiß, Google. Was auch immer du genommen hast, gib's mir auch. Nein, aber es ist die Lösung auf alles. Wenn ihr einfach nicht wisst, wie man eine Perücke schneidet, wie man sie stylt und euch einfach unsicher seid, googelt diesen Charakter, guckt euch Tutorials an und das ist schon mal die beste Hilfe, die man einfach hat, weil heutzutage gibt es alles auf YouTube und man kann einfach dann gucken und sich da so ein bisschen Hilfe machen. Da sind vielleicht ein paar coole Skills dabei und vielleicht kriegt ihr es dann auch hin. Ja, also wenn eine Rig ankommt, dann ist sie meistens nicht perfekt, obwohl manche sie einfach aufsetzen und sich denken, wascht. Versucht nicht so zu denken, sondern versucht wenigstens so ein bisschen den Pony zu schneiden, ja, oder was dran. Und auch wenn ihr einfach sagt, das sieht so scheiße aus, Übung macht den Meister. Es ist doch kein Meister vom Himmel gefallen. Probiert einfach. Die Lea Zwicks da am Anfang auch richtig beschissen. Ja, und deswegen, und verzagt dann einfach nicht und denkt einfach so, nee, lass ich so, ich krieg das eh nicht hin. Nein, probiert und übt einfach. Klar, es ist so irgendwo schade, sich für 15 Euro eine Perücke zu kaufen und die dann zu verschneiden, aber das habe ich auch schon hinter mir gehabt. Ich habe dann einfach weitergemacht und habe mir später eine neue Perücke gekauft, wenn das Geld da war. Und habe das dann einfach nochmal probiert. Also, man muss einfach gucken. Perücken sollte man generell immer von unten anfangen mit Bürsten und sich dann hocharbeiten, weil wenn man oben anfängt, dann bürstet man die ganzen schönen Knötchen nach unten, dann hat man so unten den Spitzen. Ja, und dann hat man dann irgendwann so eine Geschwülste da unten, dass man da gar nicht mehr durchkommt, dass man eigentlich wirklich keine andere Wahl hat, als sie rauszuschneiden. Also immer schön in den Spitzen anfangen und nach oben durcharbeiten. Und wenn ihr dann oben seid und schön nach unten kommt, dann seid ihr da. Und was man dazu sagen kann, auch wenn es viel Arbeit ist, eine lange Perücke durchzubürsten, aber seid nicht angepisst, lasst euch Zeit. Nehmt euch die Zeit. Nehmt euch die Zeit, um sie durchzubürsten, weil sonst entstehen Knötchen, die ihr nicht mehr rauskriegt und die gehen dann auch wirklich nicht mehr raus. Deswegen nehmt euch die Zeit und auch wenn manche sagen, ich bürste die mal schnell eben nebenbei auf einer Con durch, aber das empfehle ich eigentlich nicht. Weil wenn man schon sagt, schnell nebenbei und auf einer Con, das wird nichts. Da macht man es meistens dann sogar noch schlimmer. Genau, dann macht man es meistens nur schlimmer und akzeptiert dann einfach, dass sie auf der Con nach ein paar Stunden einfach ein bisschen scheiße aussieht. Aber nehmt euch dann lieber die Zeit und macht es danach. Wenn ihr zu Hause angekommen seid, setzt sie am besten ab und legt sie dann irgendwo auf eine glatte Stelle und dann könnt ihr sie am besten dann einfach... Wenn es dann soweit ist, weil wenn man sie durchbürstet, dann entsteht es nun mal, dass unten dann so krauseliges Haar von den Perücken entsteht. Und das ist einfach nicht zu vermeiden. Einfach mit einem Glätteisen drüber glätten, aber vorher... Niedrigste Stufe. Niedrigste Stufe und guckt vor, ob sie wirklich hitzefest ist. Weil es gibt doch irgendwie sind nicht hitzefest. Ansonsten habt ihr alles versaut. Also gucken, ob sie hitzefest ist und dann könnt ihr die nämlich einfach mal kurz glätten ein bisschen. Wenn ihr euch nicht rantraut, einen Wig zu schneiden oder unfähig seid, so wie ich, dann fragt jemanden um Hilfe, traut euch. Also es ist nicht dumm, wenn ihr mal jemanden fragt oder so. Hilfe annehmen und das akzeptieren, ich rede, dann ist alles gut. Und ihr könntet unter anderem auch Elias... wenn ihr von Elias eine Wig geschnitten haben wollt, er kann das gut, dann... für kleines Geld, Husus, dann schreibt ihn einfach auf Instagram an, also beziehungsweise auf der Jam-Seite. Genau. Wir sind ja auf Instagram viel aktiv. Ich doch nicht. Ich dachte, ich muss nicht. Okay, wir sind ja auf Instagram viel aktiv und da könnt ihr einfach mich privat anschreiben. Make-up! Okay. Make-up! Auch hier ist es sinnvoll, sich Tutorials anzugucken. Den Text habe ich vorhin einstudiert. wir haben auch Tutorials. Es ist wichtig, zu üben, zu trainieren. Ich habe meine Eyeliner-Striche auch auf dem Arm geübt. Ich kann sie immer noch nicht, aber das ist egal. Ist es auch sehr sinnvoll, sich Idole zu suchen, also vor allem, wenn ihr Anfänger seid. Wenn ihr jemanden seht, wo ihr sagt, das Make-up finde ich gut, das kann ich jetzt mal nachschminken oder nachprobieren. Irgendwann werdet ihr dann auch euren eigenen Style finden, aber am Anfang ist es schon sinnvoll, von anderen sich Tipps abzugucken und das Make-up nachzuschminken. Ein Vorbild zu haben einfach. Guckt euch den Charakter genau an. Guckt, wie er einfach in der Fresse aussieht, wie er gezeichnet wurde von den Mangaka, was auch immer. Guckt ihn euch genau an
Und es ist nur mal an, jeder Charakter ist anders gezeichnet. Und versucht immer anderes Make-up zu machen, damit auch jeder Charakter anders aussieht und man nicht sagt, ja, wenn die Perücke jetzt anders wäre, könnte es eigentlich auch der sein. Und eigentlich ist es scheiße. Eigentlich ist es dann halt auch nicht wirklich genau originalgetreu, dieser Charakter. Und deswegen versucht einfach genau zu gucken, was sich der Zeichner dabei gedacht hat, wie er das angegangen ist. Und dann versucht es irgendwie auf euer Gesicht zu übertragen. Und ja. Der Tipp hier für Anfänger ist, wenn ihr am Anfang seid und noch nicht so gut schminken könnt oder keine richtigen Ideen habt dafür, es ist wichtig, wenn ihr überhaupt Make-up habt. Es geht bei manchen Charakteren, wenn man komplett ungeschminkt ist, aber so ein bisschen, wenigstens einen kleinen Eyeliner oder irgendwas Kleines braucht man schon, weil ich finde, ansonsten wirkt es nicht. Es ist halt schön, wenn man die Augen vor allem hervorheben kann, weil gerade das Markante an Mangas sind die Augen. Ja. Das ist im Anime-Figuren, im Manga-Figuren. Wer fragt jemanden, der keinen Plan von sowas hat, ach, ist das nicht dieses mit den großen Augen? Genau. Also sollte man wenigstens so ein bisschen die Augen betonen. Kostüme! Ja, und so. Weil nackig ist blöd und so. Bestellt ihr ein Kostüm im Internet und es kommt an, ist es oft so, dass das nicht so angekommen ist, wie es eigentlich im... Ja. Also entweder auf dem Bild aussah oder wie es im Anime wirklich ist. Also bei meinem roten Ciel-Cosplay, hier bitte Bild einfügen, ist es halt so gewesen, dass mein Hut so schrecklich angekommen ist. Das ist ein, als hätte der Hut von Hutmacher mit dem Hut von Alucard ein Kind gekriegt. Sieht nicht schön aus, klingt cooler als es ist, aber das ist es nicht. Der hat so die Zelt so hier oben. Vielleicht findest du das Bild ja auf eBay. Ich weiß es nicht. Also so gefühlt einen Meter nach oben und gefühlt 2 Meter Krempe. Also da ich der Meinung war, diesen Hut kann ich niemandem zumuten, hatte ich einfach drauf losgeschnippelt. Ich habe den Hut auseinandergeschnippelt, habe die Hut... Die Hutkrempe? Nein, nicht die Krempe. Aber die Huthöhe. Also habe ich abgeschnippelt, habe von der Krempe was weggenommen, habe es irgendwie wieder zusammengenäht. Ja. Wenn du reinguckst, sieht zwar aus wie Scheiße, aber wenn du es aufhast, sieht es wunderschön aus. Und das ist die Hauptsache und da bin ich eigentlich glücklich drüber. Und da kann man sagen, man sollte auch Kreativität zeigen in und auch jeglichen Ausmaß. Andere Lösungsvorgänge suchen. Man sollte nicht immer konsequent auf der einen Lösung beruhen oder das so hinnehmen. Man sollte immer gucken, gibt es denn nicht vielleicht noch einen anderen Weg, um das zu kriegen? Das ist ein schönes Beispiel für unsere nächste Geschichte. Bei unserem Shenya und Gurren Cosplay, Bild bitte hier einfügen. Ich rede. Ja. War es so, dass wir unsere Kostüme sehr gleich haben wollten, weil es ja nun mal die gleichen Uniformen vom Sinn her sind. Und wir entweder blaue, schwarze, aber nie irgendwie schöne gefunden hatten, dachten wir uns so, okay, dann holen wir halt die gleichen Kostüme. Wir haben also zweimal die Gurren-Uniform bestellt und alles so abgewandelt für Shinya, dass es dann gepasst hat im Endeffekt. Hier den Mond gebastelt, hier den Streifen von der Hose weggenommen und ja, ist ein tolles Cosplay. Ja, und es passt halt perfekt zusammen. Richtig. Weil man muss halt wirklich gucken, an sich ist es zwar nicht schlimm, wenn das Cosplay ein bisschen anders ist, aber gerade halt als Partner-Cosplay hat es in dem Fall gut gewirkt, wenn das Cosplay wirklich stimmig zueinander war. Und es wäre nicht stimmig geworden, hätte ich eine einzige Gurren-Uniform und eine einzige Shinya-Uniform gekauft. Das war's, beziehungsweise Requisiten. Also auch hier ist es oft sinnvoll, es sich selber zu machen, außer es ist halt sowas wie eine Reitergerte, sowas, was man für 2 Euro auf eBay kriegt. Reitergerte kostet 5 Euro bei eBay. Wenn man irgendwelche besonderen Waffen hat, gibt's ja viele. Vogel. Waffen haben und dann ist es halt immer besser, die sich selbst zu machen. Zum Beispiel unsere Waffen von Shinya Gurren, die wir zwar nicht selber gemacht haben, aber hier kann man auch Hilfe von anderen annehmen, das ist natürlich auch kein Problem. Oder vielleicht auch fragen, wie das geht, weil ich habe auch diese Person, habe ich auch gefragt, wie machst du das? Und sie hat, ich war auch selbst begeistert, sie hat einen Katana aus Papier gemacht. Sie hat einfach mehrere Schichten Papier übereinander geklebt und hat das dazu geschnitten. Ich war selbst ein bisschen schockiert, dass das so viel, also dass das so hart wird und dass das so gut hält. Aber wie gesagt, wenn man genau genug übereinander packt, und da gibt es halt auch viele Tutorials, also genau, man muss einfach gucken, wie man was macht. Und es kann sowas einfach viel gut aussehen. Es gibt viele Materialien, wie gesagt, Papier, Pappe, kann man vieles machen. Da gibt es ja noch teurere Varianten, Cosplay Flakes.
Da kommt es auf die Waffe an, genau. Wie viele Verwinkelungen ja, das hat. Also da kann man immer gucken. Und wie gesagt, wenn man dann alles mit Acrylfarbe einfach anmalt, sieht alles gut aus. Ja. Also. Was natürlich das Praktische an dem Papier ist und so, man kann es halt auf Conventions mitnehmen. Das ist halt die zweite Sache. Wenn man Waffen mit auf Conventions nehmen möchte, gibt es ja viele Vorschriften und Regeln und die sind da manchmal ganz schön pingelig. Wäre halt auch ziemlich ärgerlich zu sagen, ich kaufe mir jetzt eben eine Waffe, weil die sind sehr, sehr teuer. Ja. Wenn man jetzt sagt, ich kaufe mir eben eine Waffe für 100 Euro, ich habe gerade das Geld da und habe keine Zeit, sie zu machen. Dann sagt man das eben von sich aus. Aber dann ist diese Waffe vielleicht den Vorschriften nicht gegeben und man ärgert sich dann einfach so von oben bis unten und was weiß ich nicht, ärgert man sich, dass man dann sagt, dann sagen die dann zu einem, nee, darfst du nicht mit auf die Con nehmen. Aber man sagt einfach, ohne diese Waffe ist es vielleicht dieser Charakter einfach nicht. Und das ist dann einfach so ultra ärgerlich, wenn es dann heißt, nee, du darfst sie nicht mitnehmen. Da gilt auch das Thema, belegt euch einfach. Genau. Und man weiß halt nicht, wie groß sie ist, beziehungsweise würde es mal dastehen. Aber wenn man es sich selber macht, kann man selber bestimmen, Schnauze, wie groß sie sein kann oder wie klein sie sein soll, und es ist halt auch von der Größe her gut regelbar. Ja, deswegen, es hat seine Nachteile, es selbst zu machen, aber auch seine Vorteile, es selbst zu machen. Es ist halt sehr zeitintensiv und selbst wir haben uns nicht so richtig herangetraut, die Shinyang-Bohnen-Waffe selbst zu machen, deswegen haben wir uns Hilfe gesucht. Für mich der Sinn hinter Cosplaying, hör auf damit, ist, dass man natürlich einen Charakter verkörpert, den man mag, logisch, aber dass man auch sein Kostüm immer wieder verändert und immer wieder verbessert und wo man sich denkt, ja, ich sehe zwar schon gut aus, aber da und da könnte ich noch was machen und da könnte ich mir vielleicht noch eine andere Rig holen oder bla 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 bla. Man kann sich eigentlich immer verbessern. Genau. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht der Meinung seid, wir sind eigentlich schon, also beziehungsweise einige denken ja wahrscheinlich, wir sind so ultra gute, ist ja unsere besten Cosplayer oder was weiß ich, und ihr findet unsere Cosplay eigentlich schon perfekt, wo wir aber dagegen sagen, ja, wir finden uns selbst auch gut in diesem Cosplay, aber da ist einfach noch Luft nach oben, sagen wir von uns selbst auch. Und man sagt so zum Beispiel die Perücke oder so, da kann einfach noch was, da kann noch was rausholen. Ja, genau, also verbessern kann man sich immer. Cosplayen soll nämlich Spaß machen! Danke. Genau. Das ist nämlich, es ist ein Hobby und jedes Hobby soll Spaß machen. Keiner soll sich da irgendwie fertig machen oder so. Und seht, wichtig, es ist kein Wettbewerb. Außer ihr geht zum Cosplay-Wettbewerb, das zählt nicht. Ja, aber es ist jetzt auch nichts Böses gegen einige, aber es gibt leider einige Cosplayer, die das alles so wie so einen Wettbewerb ansehen und zum Beispiel halt meinen, so, ja, der ist gut, der ist schlecht, und dann wird man halt auch so untereinander bewertet und irgendwie ist das halt auch irgendwo eine scheiß Message gegenüber den Cosplayern und alles andere. Und es ist halt auch wichtig und es ist halt auch irgendwo ein Tipp an alle, seht das alles auch nicht zu eng und habt Spaß dabei, weil es ist ein Hobby und es ist keine Verpflichtung, das zu tun. Genau, also ich meine, Kritik aussprechen und Kritik annehmen ist natürlich auch so eine Sache. Das kann man natürlich machen. Das ist auch wichtig, weil dann verbessert man sich genau. Ja auch, wenn man Meinungen sind ja schließlich auch verschieden. Auf alle Fälle, habt Spaß am Cosplayen, liebt euch selber, gute Nacht.